Sieben Landfrauen aus sieben verschiedenen Regionen der Schweiz. Sieben Bäuerinnen, die gerne kochen und gerne essen. Sieben Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SF bei den Leuten zeigt das Leben und den Alltag dieser Frauen. Die Gastgeberin heute ist Katrin Sprecher aus Langwies bei Arosa. Im Spätherbst hat Katrin streng. Sie macht den Trockenwurst. Und das Bündnerfleisch darf bei ihr natürlich auch nicht fehlen. Das ist SF bei den Leuten, Landfrauenküche. Samstagmorgen. Auf dem Hof Sonnenrütti ist es noch ruhig. Das meiste für die Landfrauennacht hat Katrin schon gemacht. Nur das Bündnerfleisch für die Vorspeise ist noch nicht ganz parat. Dünn geschnitten, will sie das Fleisch heute Abend den Frauen servieren. Ich hoffe schon, dass das heute Abend gut wird. Also, ich habe gute Leute in der Küche und im Service. Und ich freue mich auf die Frauen. Es geht ziemlich drängt darauf auf der Fahrt auf Langwies bei Arosa. Im Zug hocken die sechs Landfrauen. Sie sind zum siebten und letzten Mal unterwegs miteinander. Wieder dabei die Barbara Gerber aus dem Emmittal. Silvia Krebs, die letzte Woche hat gekocht. Sandra Belser kommt aus dem Kanton Aargau und den Platz am Fenster hat Ramona Stulz aus dem Freiburgischen ergattert. Die Priska Scherer ist im Toggenburg daheim. Und Evelyn Bettig in Kaltbach im Kanton Luzern. Jetzt geht es noch über ein Viadukt und dann sind die Landfrauen fast am Ziel. Hallo. So eine weite Reise gibt Hunger. Und darum geht es zuerst ans Apéro. Ich möchte euch meine Familie vorstellen. Das ist mein Mann, der Peter, der Esther, Priska und der Jan. Der erste Gruß aus der Küche. Er scheint es gefallen. Also, liebe Frauen, ich gehe jetzt kochen für euch etwas zur Nacht. Und ich habe jetzt noch etwas geplant für euch. Ihr werdet es nachher dort draußen sehen. Viel Vergnügen. Tschüss. Die Überraschung gelingt. Die erste Stunde im Alphornspielen für die Landfrauen. Und wie immer gut gelaunt, wenn etwas läuft.
Es ist Montagmorgen. Die Kathrin ist immer die Erste, die aufsteht bei den Familiensprechern. Esther ist die Älteste, sie ist 13, Trianne ist 9 und Priska 12. Hallo. Dass man bei Sprechers schon um 6:30 beim Morgen sitzt, hat einen Grund. Alle Kinder haben einen langen Schulweg. Du bist nicht ganz draus gekommen. Heute Morgen. Esther muss auf eine Rosette-Schule. Sie muss relativ früh gehen und ist dann eigentlich den ganzen Tag weg. Und dem Peter ist es eigentlich noch wichtig, dass wir alle miteinander zum Morgen essen können. Und da wir nicht eine Milchwirtschaft haben, ist das den Kühen auch gleich, wenn wir erst eine halbe Stunde später in den Stall gehen. Und dafür geht es dann halt einfach ein bisschen länger. Metzger und Bauer hat Peter gelernt. Er hat auf seinem Hof einen Metzg aufgebaut. Zusammen mit der Kathrin produziert er Fleischspezialitäten. Ich bin hier jetzt am Hirschbinden einsalzen. Nachher, also das ist jetzt einfach das Gewürz und Salz. Und das wird nachher geräuchert und dann getrocknet. Und das gibt dann eine Art, so wie ein Bündnerfleisch, einfach mit Hirschfleisch. Die Kinder sind am Nachmittag, oder? Ja. Mit den Tieren. Ich werde zügeln. Ja, das ist gut. Wo denn wir gehen? Wenn im Bündnerland Jagd ist, gibt es viel zu tun in der Hofmetzgerei. Danke, Peter. Danke dir. Merci. Ciao.
Kommst du morgen wieder mit so einem? Ich komme noch mal. Danke. Hey, holst du für mich auch noch einen? Hey. Probiere ich mal. Mutterkühe gehören der Katrin und dem Peter. Und jede Mutterkuh hat ein Kalb. An verschiedenen Orten in der Gemeinde haben Sprecher das Weiden für ihre Tiere. Beim Kühezügeln müssen darum alle mithelfen. Das ist das Schönste vom Bauern, wenn die Tiere alle gesund sind und genug zu fressen haben. Wenn es den Tieren gut geht, geht es mir auch gut. Das sind die allerletzten Mehrtrübeli in dieser Saison. Die Katrin braucht sie für ihr Landfrauenessen. Den Kabiskopf gibt es dann, wenn die Landfrauen Ende Woche auf Langwies kommen. Die Katrin will den Rotkraut daraus machen. Aus dem Mehrtrübeli macht Katrin eine sau-salzige Kräuterbutter. Die gibt es dann am Samstag zum Hüftsteak. Bei Katrin läuft alles nach Plan. Anfang Woche macht sie für das Landfrauenmenü alles parat, was sie zum Voraus machen kann. Die Kräuterbutter ist so etwas. Bäuerin werden war eigentlich nicht gerade mein Traumberuf. Ich habe eigentlich immer gemeint, das ist das Letzte, was ich haben muss, ein Bauer. Schlussendlich hat es sich so ergeben und heute bin ich zufrieden. So. Und ich wüsste gar nicht, was ich machen hätte, wenn ich einen Mann hätte, der von morgen bis abend im Büro wäre. Und ich einfach Hausfrau, ich hätte viel zu langweilig. Ja, dann haben wir jetzt Musik gehört. Ha? Du bist ja schon völlig gerüstet. Also komm, kannst du nachher noch fertig machen. Ha? Da, der Hörgelimarsch, den kannst du auch bauen. Ja. Probier. Siehst du es draus? Gut. Bist du bereit? Ja. Gut. 2, 3, 4. Schon ist es Abend. Es geht nur noch 4 Tage, bis die Landfrauen ins Schanfig kommen.
Winterhalbjahr durch, im Schnitt etwa alle zwei Wochen, bringt Peter Tier ins Schlachthaus. Die Kälber sind 10 Monate alt, es gibt Natura-Beef daraus. So heisst das Fleisch von diesen Tieren, die nur mit Muttermilch, frischem Gras und Heu gefüttert werden. Keins muss alleine gehen, das ist Peter ganz wichtig. Wenn die Tiere ins Schlachthaus gehen, ist es sicher immer etwas speziell. Man hat eine Beziehung zu diesen Tieren und man hängt auch an diesen Tieren. Aber es ist die Tierhaltung, die wir haben. Wir wissen das von Anfang an. Und ja, wenn wir halt gerne gutes Fleisch haben, müssen wir mit dem einfach umgehen können. Gut, gehe ich. He? Ja, also. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Pass auf. Rein, alles klar. Ja. Rötel ist ein typisches Bündner Getränk, also es ist eine Art Likör. Und in den Schnaps lege ich getrocknete Kriese ein. Nachher muss man so ein Zuckerwasser dazu leeren und noch mal bei 2-3 Tagen lassen und dann abfüllen und geniessen. Im Bündnerland gibt es den Röteli vor allem zum Anstoßen am 1. Jänner. Neujährle, sagt dem Katrin. Ich finde ihn gut. Ja, ist gut. Mm. Ist gut. Die Rötele brauche ich am Samstag ja, für mein Dessert. Ich mache so ein Rötele-Glasse und Rötele-Bier. Da tun wir noch ein bisschen rein. Nicht nur ein bisschen. Am Mittag kocht Katrin für die ganze Familie. Das Fleisch ist immer vom eigenen Hof. Das Gemüse je nach Saison. Heute muss es tief gehen. Und gleich, sie macht alles selber. Das Kochen bedeutet mir sehr viel. Ich koche sehr gerne. Das ist mir nie zu viel. Heute Mittag mache ich Prättigauer Knödli. Ich bin ja in Prättigau aufgewachsen. Und ja, die haben mir als Kind immer sehr gerne gehabt. Und bei unserer Familie kommt das auch recht gut an. Priska macht vor dem Mittag noch schnell ein bisschen aufzugehen. Der Jan ruht aus. Es hat ihn mit dem Velo fürchterlich geschnetzelt auf dem Schulweg. Jetzt ist ihm schlecht und das Knie oder der Bauch tun ihm weh. Jan, schau ab bis zum Mittag. Kein Hunger. Hast du keinen Hunger? Du bist ein Zwiebacken oder etwas? Nein. Gar nichts? Ja. Den hast du noch? Ein bisschen. Hm? Du hast den etwas zu trinken? Mhm. Ja. Ja, ne? Dann wünsche ich dir eine gute Beste. Du kannst ein bisschen schlafen. Probieren. Hä? Ein guter Esser fällt also aus, und das bei dieser Pfanne voll Knödli. Die Katrin serviert zu den Knödli Herdöpfelstock und Bohnen.
So, jetzt geht's Knödel. Ganz ein ganzer Topf voll. Ja, denke ich, wir haben Hunger. Der Jan? Ja, der Jan ist nicht zu weg. Er will ich nichts essen. Kommt er nicht essen? Nein, nicht. Mal. Hä? Er will nicht. Er mag nicht aufstehen. Er hat ihm scheinen Tee. Hat man diesen Sturz so schlecht getan? Ja, ich Du hast ja gesehen, Priska. Er hat das an meinem Steuer angespielt und nachher. Und nachher ist er umgekehrt. Also, das ist ja logisch, oder? Ja. Ja, er hat halt gemeint, das passiere nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, hä? Aber er braucht eigentlich das. Stüpfen und hier oben zum Studenhalter. Schau mal, ob das passt dem der Größe. Ja, das ist auch schon früh. Ja, du. Dann mal ein paar drei. Ja, das ist geschwind warten. In der Metzg läuft die Produktion von Salsitz auf Hochtouren. Das Landfrauenessen vom Samstag hin oder her. Heute muss man noch stüpfen. Ja. Du magst da nicht nach. Du magst nicht noch. Ja, ich weiß. Wir sind ein gutes Team, meine ich. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und ja, wir machen das beide gerne. Und am liebsten miteinander. Bauernhof bin ich, der Chef, und im Haus Katrin. Metzg machen wir miteinander, weil wir es gerne machen. Das Büro machen wir auch miteinander, weil wir es nicht so gerne machen. Dann teilen wir auch dieselbe Arbeit teilen. Kurz vor dem Feierabend. Katrin ist auf dem Sprung. Jetzt ist sie Chef Auslieferung und bringt das Fleisch vom anderen Chef zu den Kunden. Katrin liefert regional. Sie hat Kunden im ganzen Tal. Sie ist auf dem Weg auf St. Peter. Der Dorfladen braucht dringend frische Ware. Wie geht's? Ja, gut. Danke. Bringst du mir feine, gute Sachen? Die Bestellung, die du hier willst. Super. Hast du es Das sieht ganz fein aus. Jetzt kann ich noch die Tafeln rausstellen. Super. Ja, gut. Endlich gibt es Feierabend. Nein, das ist nicht. Er muss fast. Zeit für noch ein bisschen das Tanzbein zu schwingen. Katrin macht in der Trachtentanzgruppe Beist mit. Sie üben im Schulhaus, vielleicht in der kleinsten Turnhalle der Welt. Aber das ist in Katrin gleich. Hauptsache, sie kann beim Tanzen das Wettbewerbsessen für ein paar Stunden vergessen. Donnerstagmorgen. Noch zwei Tage bis zum Landfrauennacht. Heute ist in der ganzen Schweiz der Tag der Pausenmilch und da helfen die Landfrauen mit. Die Katrin ist darum schon früh unterwegs.
Guten Morgen miteinander. Sali. Hallo. Morgen. Katrin. Wir sind ja da schon recht fleissig. Ja, wir sind schon gut gerüstet. Ja, ich habe dann aber Brötchen mitgeholt. Schön. Ja, es braucht jeder. Jetzt hat jeder irgendein Schöppli. Aber wir haben zusammen in diesen Dörfern. Ja. Guten Morgen miteinander. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Hallo. Ja. Guten Morgen miteinander. Hallo. Ja. Also ich möchte euch herzlich begrüßen. Heute ist wieder einmal Tag der Pausenmilch, wie wir jedes Jahr machen. Und wir wollen natürlich auch dieses Jahr euch Milch ausschenken, ein bisschen Käse und Brötchen. Milch geht schon also, aus. Ja. Gut, dürfen wir euch bedienen. Jetzt du mir da, du kannst schon. In Langwies gehen 21 Kinder in die Schule. Die Erst- bis Drittklässler sind zusammen in einer Klasse und die Viert- bis Sechstklässler. Dumm! Ja. Und wo denn auch? Also, tschüss miteinander. Danke, gell? Ciao miteinander. Tschüss. Kurz vor dem Mittag hat Katrin noch ein bisschen Zeit. In der Küche pröbelt sie an der Dessertschale um für den Samstag. Sie will eine Soufflé-Glasse mit Rötelig-Gou servieren. Neben dem Rötali braucht es für Klasse Eier, Zucker und viel Nidle. Das Rötali-Glasse einfüllen. Es ist ein bisschen heikel, dass das hier da höher kommt, weil es ja ein Soufflé ist. Aber ein Glasse kann ja nicht aufgehen, darum müssen wir da ein bisschen bescheissen. Also, das Dessert ist klebig süß, aber das Dessert muss einfach süß sein, meine ich. Ob auch das ihre Gäste ohne so gesehen? Im Herbst ist Dutti Sprecher, Katrin, ihre Schwiegermutter, für einen guten Monat zu Sabine oben. Sie hirtet da die Tiere, die Katrin und Peter gehören. Von Langwies auf Sabine haben Sprecher mit dem Jeep etwa 20 Minuten. Sabine ist ein Dörfchen, wo niemand mehr das ganze Jahr durch wohnt. Hallo. Hoi. Ciao! Hallo! Die Evi und Peter, seine Schwester, ist in Sabine in den Ferien. Hallo! Hallo, Priska! Das sind Peter, seine Teenager. Die zottligen Gesellen sind eine alte schottische Rasse. Sie heisst Galloway. Es ist eine gute Fleischrasse. Die Tiere bleiben so lange in Sabine, bis der Stall leer gefressen ist.
Dann geht die Nana, wie man im Bündnerland am Grossi sagt, mit den Tieren wieder runter ins Tal, bevor der Schnee kommt. Und das Feuer noch brennt. Die Evi und Kathrin machen das Zvieri parat. Kathrin bringt jedes Mal Wurst, Käse und Brot mit, wenn sie auf Sapün kommt. Hier hat es weit und breit keine Lade. Jetzt kommt ihr hierher sitzen. So. Ach, da. Schaffen gibt Hunger. Ein Päuschen haben jetzt alle verdient. Das ist viel zu wenig. Nana genießt es, wenn sie die Küche voll Leute hat. Das ist sicher nicht gut. Schon gleich müssen Kathrin, Peter und King wieder heim. Es wartet noch mehr Arbeit. Bis spät am Abend versorgt Kathrin noch Fleisch. Sie will Ordnung haben, wenn morgen die Landfrauen kommen. Super, hä? Ja. Das kommt gut. Das ist der Nächste. Jetzt haben wir noch die anderen. Samstag. Der Grosstag ist da. Die Kathrin hat noch einen Termin in der Käse zu Langwies. Dort wird Schafkäse produziert. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich wollte einen Schafkäse holen, den ich bestellt habe. Marianne, ist sie da unten? Kann ich ihn holen? Ja, für die Landfrauen da. Ja, genau. Ja. Mal dann. Ohne zu schauen. Schönen Tag. Ja. Danke. Ciao. Ja. Das Schafkäsli von Langwies ist ein Weissschimmelkäse aus Rohmilch und der will Kathrin zur Vorspeise servieren. Also, danke auch für mal. Ciao, Marta. Wieder daheim geht's los mit dem Menükochen. Zuerst macht Kathrin den Herdöpfelstrudel fertig. Der selber gemachte Teig und die Füllung sollte eine schöne Rolle geben. Gina Gamenisch ist ihr Kathrin ihre Helferin in der Küche. Sie kümmert sich um die Vorspeise. Es ist das Bündnerfleisch mit dem langweisen Schafkäse und einem frisch gebackenen Brötchen dazu. Vielleicht kannst du mir Gina da mal helfen, wo heben. Ja, genau. Dann müsste das gehen. Ist gut. Voilà. Nehmen wir auch ein Tüchlein raus. Der Strudel ist bereit für den Ofen. Die Landfrauen könnten kommen. Guten Abend, liebe Frauen. Hallo. Ich komme euch das Menü vorstellen. Ihr habt sicher schon gelesen hier. Es gibt Bündnerfleisch mit Schafkäse. Zum Hauptgang serviere ich euch ein Hüftsteak im Rosmarinmantel,
Ein Herdöpfelstrudel, Rotkraut und Kürbisfächer. Und zum Dessert gibt es eine Soufflé-Glasse mit Röteli und ein Röteli-Bier dazu. Ich wünsche euch einen guten. Danke. Ist gut, Lengi? Der sieht das super aus, he? Ja, mal der Schoß bin ich. Gut. Ja, dann kannst du bleiben. Gut, danke. Könntest du mir jetzt den Weisswein holen? Aha. Aha. Zwei Flaschen. Zwei Flaschen. Ja, ist gut. Komm, mach ich dir. Das ist super. Meinst du, geht das ja, so? Ja, ich glaube schon. Silvia. Mona. Evelyn. Verbrennt jetzt einmal. Ja, meine ich abgestellt. Nein, zum Glück nicht. Ist voll auf 250 Grad. Ja, nein, einmal will ein bisschen ja, aber jetzt ist gut. Gut, jetzt müssen wir Gas geben. Ach schon? Ja. Jetzt habe ich hier noch mal Öl drin. Jetzt mit die Wärme da. Ja, das ist gut. Haben wir die drin da? Machen wir sonst noch etwas oder? Jetzt, wenn wir die dann fertig machen, klar. Ja, nur noch Ding. Aber du kannst dort schon die Kürbis machen, dann tue ich da. Das kann ich. Vielleicht kann ich das auch. He? Nachher, glaube ich, können wir gehen. Die Vorspeise bekommt noch den letzten Schliff mit einer selber gemachten Marinade. Nadia Zippert, die Präsidentin des Landfrauenvereins Schanfigg, höchstpersönlich ist im Service. Guten miteinander. Das siebte und letzte Landfrauenessen dieses Jahr hat angefangen. Und wie immer wird ganz konzentriert, probiert und juriert. Die Landfrauen müssen, ohne miteinander zu reden, ihr Urteil fällen und eine Note von 1 bis 10 geben. Bis zum Finale von nächster Woche kommen die Noten unter Verschluss. Die Vorspeise war fein, das Bündnerfleisch war sehr gut. Der Käse eigentlich auch. Mich hat einfach mit dem Balsamico, das sie drauf oben hatte, habe ich das Gefühl, dass ich den Käse etwas zu wenig geschmeckt. Aber es war sehr fein, alles. Die Vorspeise allgemein war wirklich nach meinem Geschmack. Es war sehr gut mit dem Käse zusammen und mit der Balsamico-Sauce. Und eine ganz runde Sache. Es war guter Kuss. Ihr Küche ist jetzt das Hüftsteak an der Reihe. Ja, jetzt bin ich ein bisschen nervös. Der Hauptgang ist einfach halt, ja, ein bisschen heikel. Es sollte heiß sein, es sollte fertig sein, alles gleichzeitig. Und natürlich gut. So, jetzt machen wir alles dafür. Das ist noch nicht ganz gut. Das ist gut. Das Rotkraut habe ich jetzt gerade entschieden, dass es gut ist. In der Stube ist man beim Rotwein angekommen, einem Malbec aus dem Barrik. In der Küche ist man im Endspurt für den Hauptgang. So, es kommt gerade der Nächste. Jetzt gibt es Noten für Katrin ihren Hauptgang. Die Landfrauen essen noch mit den Augen. Ein schönes Dauer gibt Punkte. Zu diesem Hofsteak
Das war ganz fein gewürzt, aber für mich war es zu fest durch. Ich hätte es lieber, wenn es nicht ganz so durch wäre, aber es war wunderbar gewürzt. Das Fleisch war tiptop, war zart, gut gewürzt. Der Herdöpfelstrudel war jetzt ganz gut. Den kenne ich nicht. Das war eben gut. Das Rohkraut war sehr speziell. Das hatte Kusch gehabt, so nach Zimt und nach Nägeli. Einfach der Rotkabis hat in die Hälfte, hat in mir gelenkt. Gut. Ja, gut. Die Soufflé-Glasse ist gut rausgekommen. Jetzt nur noch nicht koseln mit dem Rötli und dann ab in die Stube damit zu den Frauen. Yes. Ein Mann, Miteinander. Und was hat Katrin vor ein paar Tagen über ihr Dessert gesagt? Dessert muss einfach süß sein, klebrig süß. Sind die Landfrauen auch der Meinung? Jawohl, das phänomenale Dessert. He? Das war ein super Dessert. Die Soufflé-Glace war sehr fein. Die war wirklich extrem fein. Ich habe mich auch lustig doch mit dem Kugali rausgenommen und dort eine Seele gemacht hat, den Rötali drin hat. Das Rötali-Soufflé ist ein bisschen mastig gesehen, also. Ja, es war fein, aber genug. Hat recht gefahren. Aber es hat auch schön ausgesehen. Also, Frauen, wir haben es geschafft. Das ist toll. Oh Gott. Danke für alles. Cool. Machen wir Ihnen wieder einmal so einen Vorschlag, um so etwas zu machen? Ja, ja. Ich wäre wieder dabei. Ich weiß. Als ich dann dort in die Stube hineinkomme, in die Arfenstube hinein, es hat wunderbar nach Arfen geschmeckt. Es ist eine richtig heimelige Stube. Die Stube war wunderschön und die Atmosphäre auch Wärme. Man hat sich wirklich richtig gut gefühlt. Es war herrlich zum Essen dort drin. Eine Bündner Nusstorte, die gehört zur Katrin auf Langwies. Sie wird nicht mehr bewertet, aber gleich noch probiert. Ob Katrin mit ihrem Menü den Geschmack der Landfrauen hat getroffen hat, weiss sie erst nächste Woche im Finale. Dann kommt aus, wer am besten gekocht hat das Jahr. Gewinnt die echte Gastgeberin von heute oder eher die Priska Scherer aus dem Toggenburg? Ist es Silvia Krebs mit dem Fisch oder Develin Bettig mit dem Reh? Hat der Küngeli Braten von Sandra Belser oder das Thunendorf von Ramona Stulz punktet? Oder etwa Barbara Gerber ihre Truthahn? Am 30. Dezember kommt es aus, im grossen Finale der Landfrauenküche 2011. Das Jahr live aus Gossau.